I think we should all hold a two-minute silence to highlight the ironic situation that we here standing in this Russell Group institution that has been going on for decades now should silence a respected member of staff who has dared to speak out in the public domain. If any of you read his report, he was gifted, gifted with seven disciplinaries, some as bizarre and as crazy as not making eye contact with his fellow colleagues. If I was disciplined in my life for not making eye contact, I would be sentenced to death. It is simply that crazy. You do not have to give up your freedom. Man muss seine Freiheit nicht aufgeben, um Sicherheit zu bekommen. Die Freiheit erlaubt uns, eine starke Gesellschaft zu sein, weil sie uns ermöglicht, gemeinsam stark und kritisch zu sein. Der Mangel an Freiheit führt automatisch zu einem Mangel an Gerechtigkeit. The lack of freedom leads to the lack of justice. Because once you've been tarred, you're marked, so your record has the fact. Wenn sie dich einmal rangekriegt haben, bist du im System. Sie haben deine DNA, deine Fingerabdrücke. Deine Fußabdrücke werden mit Tinte abgenommen und deine Fotos werden gespeichert. Und in deiner Akte steht, dass du unter dem Antiterrorgesetz verhaftet wurdest. Der Terrorism Act 2000 wird nach den Anschlägen vom 11. September verschärft. Zusätzlich verabschiedet die britische Regierung den Anti-Terrorism Crime and Security Act. Terrorverdächtige Ausländer, die nicht abgeschoben werden können, dürfen auf unbestimmte Zeit und ohne Gerichtsverfahren inhaftiert werden. Da das Gesetz gegen die EU-Menschenrechte verstößt, muss es 2005 zurückgenommen werden. Wir haben in allen europäischen Ländern eine Intoleranz gegenüber Muslimen festgestellt. Ganze Gemeinden werden als islamistische Terroristen verdächtigt. Das führt zu Verbrechen aus Hass gegen Muslime und dazu, dass Sicherheitsbehörden mit ethnischem Profiling arbeiten. Um ein Profiling durchführen zu können, brauchen die nationalen Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf umfassende internationale Datenbanken. Für ihre Sammlung und Auswertung ist das Europäische Polizeiamt Europol in Den Haag zuständig. Europol ist die European Law Enforcement Agency. Europol ist die europäische Strafverfolgungsbehörde, die den nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hilft, die organisierte Kriminalität und den Terrorismus zu bekämpfen. Mit 700 Experten und mit Analysen unterstützen wir die Geheimdienste und dienen als Drehscheibe für die Sammlung und Speicherung von Strafverfolgungsdaten auf einer paneuropäischen Ebene. Diese Informationen helfen unseren Experten bei den jährlich mehr als 12.000 länderübergreifenden Operationen gegen kriminelle und terroristische Organisationen. Polizei und Geheimdienste interessieren sich besonders für das Kommunikations- und Reiseverhalten sowie für die Vermögensverhältnisse und den Geldtransfer von sogenannten Gefährdern. Also eine Gefährder ist eine Person, die eine extremistisch motivierte Straftat schwerer Art begehen könnte. Und von der wir also annehmen, dass sie das auch tun wird, weil sie eine entsprechende Ausbildung hat, weil sie sich entsprechend geäußert hat. Davon unterscheiden wir sogar eine relevante Person. Das kann eine Führungsperson, das kann ein Unterstützer sein, der aber selbst nicht handelnd in einem Attentatsfall direkt tätig werden würde. Und insofern diese Unterscheidung zwischen Gefährder und relevanter Person. Wir gehen davon aus, dass wir rund 130 Gefährder in Deutschland haben, etwa 280 relevante Personen und dass das gesamte Spektrum des islamistischen Terrorismus in Deutschland etwa 1.100 Personen umfasst. Für ihre Ermittlungen arbeiten Polizei und Verfassungsschutz mit sehr allgemeinen Erkennungsmerkmalen wie Nationalität und Religion. Dadurch geraten auch Menschen unter Terrorverdacht, die sich bislang nichts zu Schulden kommen ließen.
Die Gesetze ermöglichen eine umfassende Beobachtung und Überwachung von einer Vielzahl von Personen, ohne dass tatsächlich konkrete Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass hier von den Personen eine Sicherheitsbedrohung ausgeht. Das betrifft zum Beispiel die Überwachung, intensive Überwachung von Gebetsräumen, von Moscheen, wo regelmäßig Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den Zugang beobachten, wo Personen ständig kontrolliert und festgestellt werden, die die Moschee betreten, wer sie zusammen mit jemand anderem betritt, wer sie zu welchem Zeitpunkt wieder verlässt. Es werden in erheblichem Umfang Personen auch observiert. Telefone werden abgehört. Hier ergeben sich meines Erachtens ganz massive Einschränkungen. Die Unsicherheit, die wir haben im Erkennen, wer ist wann ein Terrorist, führt leider dazu, dass sehr viele Unschuldige, die lediglich in irgendein Muster passen, zum Terroristverdächtigen gestempelt werden. 30 Kilometer südlich von Lyon liegt die Stadt Vienne. Vor 33 Jahren kam die Familie Icheur von Sétif in Algerien hierher. In einem Vorort mit größtenteils muslimischer Bevölkerung zog sie ihre 6 Kinder groß. Seit bald 2 Jahren wartet sie darauf, dass ihrem Sohn und Bruder Adlène ein fairer Prozess gemacht wird. Ich heiße Zitouni Icheur, ich bin 27 Jahre und habe schon immer hier in Vienne gewohnt. Das hier sind meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich arbeite als Sicherheitsmitarbeiter. J'exerce la profession d'agent de sécurité. Zitouni Icheur, Französisch-Algerier, verhaftet zusammen mit seinem Bruder Adlène Icheur am 8. Oktober 2009 wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mit der Absicht, einen terroristischen Anschlag durchzuführen. Es war kurz vor 6 Uhr morgens. Mein Bruder war im Begriff, nach Algerien zu reisen, und ich sollte ihn zum Flughafen bringen. Nachdem wir in Ruhe aufgestanden waren, wollten wir in dieser Küche frühstücken. Plötzlich hörten wir laute Schläge gegen die Haustür und Rufe: Polizei, Polizei, aufmachen! Sofort wurde Adlène hier auf den Fußboden geworfen und von 2 oder 3 Polizisten gefesselt. Mich haben sie auf das Sofa gestoßen und mir Handschellen angelegt. Sogar meine Mutter, die damals 61 Jahre alt war, Diabetikerin und krank, haben sie gegen das Sofa gestoßen und auch ihr haben sie Handschellen angelegt. Dann kam eine Gruppe von rund 20 Männern herein. Einige von ihnen waren vermummt, mit Maschinengewehren bis an die Zähne bewaffnet. Andere waren in Zivil. Erst viel später haben wir erfahren, dass es der DCRI war, also eine Antiterroreinheit des Geheimdienstes. Man hat mir und auch Adlène ein Dossier gegeben, mit meinem Namen obendrauf und der Anklageschrift. Wir mussten diese Papiere, die unsere Festnahme dokumentierten, gegen unseren Willen unterschreiben. In einem Schockzustand. Wir wussten überhaupt nicht, was los war. Während des 3-tägigen Polizeigewahrsams versuchten sie, ein Maximum an Informationen aus uns herauszupressen. Am 1. und am 2. Tag verhörte mich die Polizei Tag und Nacht. Am Ende des 2. Tages haben sie mir dann mitgeteilt, dass meine Aussagen mit dem übereinstimmen würden, was sie schon wussten. Ich bin nach 3 Tagen Polizeigewahrsam freigelassen worden. Aber mein Bruder Adlène sitzt heute seit 591 Tagen im Gefängnis. Er ist einer von 150 Personen, die jedes Jahr verhaftet werden. Einer von mehr als 6.000 Verdächtigen, die in den letzten 20 Jahren in Polizeigewahrsam genommen wurden. Allesamt algerischer Abstammung. Adlène wurde zunächst als Algerier präsentiert. Er später wurde erwähnt, dass er Französisch-Algerier ist. Er ist absolut kein Einzelfall. Es gibt Mithäftlinge, die unter ähnlichen Vorwürfen leiden.
Einige sind vor ihm verhaftet worden und inzwischen wieder frei. Die Situation in Frankreich ist wirklich nicht lustig. Adlan Ischör ist Physiker am CERN, dem Europäischen Zentrum für Kernforschung. In seiner Freizeit surft er im Internet auf islamischen Webseiten. Er interessiert sich für religiöse Fragen, Philosophie und Politik. Bei der Überwachung von islamischen Foren wird der französische Geheimdienst auf ihn aufmerksam. Das Surfen im Internet und seine Tätigkeit in der Nuklearforschung sind der Grund für seine Inhaftierung als Islamist, der atomare Anschläge plant. Adlan sitzt seit Oktober 2009 in Einzelhaft in der Strafvollzugsanstalt Fresnes, dem zweitgrößten Gefängnis in Frankreich. Bis zu seiner Festnahme, so erzählte uns seine Familie, hat er in einem kleinen Dorf in der Nähe von Genf gelebt, wo er ein einfaches, bescheidenes Leben führte. Die Anschuldigungen sind für ihn in keiner Weise nachvollziehbar und es ist für ihn sehr schwer zu ertragen, als potenzieller Terrorist beschuldigt zu werden. Er hofft, dass dieser Albtraum bald ein Ende hat und er aus dem Gefängnis entlassen und zu seinem wissenschaftlichen Leben zurückkehren kann. Adlan absolviert ein herausragendes Physikstudium, das ihm eine internationale wissenschaftliche Laufbahn ermöglicht. Nach seinem Universitätsabschluss in Lyon bringt ihn seine weitere akademische Ausbildung nach Stanford in den USA und nach England. Seit 2006 arbeitet er als Assistenzprofessor in Lausanne und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am CERN. Das CERN in Genf ist das weltgrößte Forschungszentrum auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Bekannt ist es vor allem für seine großen Teilchenbeschleuniger, mit denen die Zusammensetzung der Materie erforscht wird. Ischörs ehemaliger Doktorvater kennt Adlans Arbeit und ist von seiner Unschuld überzeugt. Nukleare Anschläge auf französischem Boden zu befürchten, ist komplett lächerlich. Das ist eine Erfindung der Boulevardpresse und schlichtweg unmöglich. Adlan hat nicht einmal das notwendige Wissen dafür. Er war auf elektronische Datenverarbeitung spezialisiert. Im CERN lassen wir Partikel in einem Beschleuniger zusammenstoßen. Das hat nichts mit nuklearen Bomben zu tun. Diese Anschuldigung ist total absurd. Jean-Pierre Lies gründet 2010 ein Unterstützerkomitee für Adlan Ischör. Er und rund 300 andere Menschen protestieren dagegen, dass in Frankreich gesetzlich verbürgte Menschenrechte verletzt werden. Artikel 47. Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. Wie kann es sein, dass ein Mensch ohne konkrete Anklage und ohne Verfahren bald 2 Jahre im Gefängnis festgehalten werden kann? We argue that France has to reform its criminal law. Frankreich muss sein Strafrecht und seine Strafverfahren reformieren, damit alle Verdächtigen von terroristischen Straftaten das Recht auf eine effektive Verteidigung haben. Ein Recht darauf, die Anschuldigungen zu verstehen und das Recht gegen eine lange Untersuchungshaft Berufung einzulegen. And have the right to appeal in a genuine way against lengthy pretrial detention. Et le fait que cet Algérien musulman. Das zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich, dass dieser Algerier und Muslim ein brillanter Forscher ist und für das CERN, die weltweit wichtigste Einrichtung für nukleare Forschung, arbeitet. La plus importante du monde, eh bien, ça attire l'attention, si vous voulez. Mais te priver. Aber diesen Wissenschaftler all seiner Rechte auf Verteidigung zu berauben, seines juristischen Schutzes, der Menschenrechte und ihn 19 Monate in einem Gefängnis verschwinden zu lassen, obwohl in seiner Akte nicht mal ein Schatten eines Beweises zu finden ist. Alle Anträge, ihn freizulassen oder den Prozess zu eröffnen, wurden zurückgewiesen. In seinem Dossier gibt es keine l'ombre d'une preuve oder l'ombre d'un indice d'une preuve, dass alle diese Demande de Liberation. Das ist ein absoluter Skandal.
sont refusés, ignorés, ceci est un total scandale. Ce sont des atteintes à des grands principes en matière de justice, présomption d'innocence. Das sind Angriffe auf die Grundfeste der Justiz, zu der die